Und willkommen zurück zu Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Wir spielen weiter in der Story. Und zwar wieder auf Ryloth und jagen natürlich den Batambor und spielen die Unschuldigen von Ryloth. Story. Asai Ventress. Kapitel 5. Die Unschuldigen von Ryloth. Dank Anakin Skywalker, Smoot und Scharfsinn ist die Separatistenblockade auf Ryloth zerschlagen worden. Jedoch hindern Pulks vom Protonenkanonen der Separatisten zur Oberfläche des Planeten. Die Armeen darum liegt immer noch am Landen. General Obi-Wan Kenobi muss nun den Weg freiräumen und einen sicheren Landeplatz für die Befreiungsarmee schaffen. Raketenwerfer nicht schießen, weil er das Silberne kaputt. Nein, das Goldene. Das Silberne, das Ding da. Und die Steine da drin auch noch. So. Sammeln nochmal die Steine ein und werden Obi-Wan. Nee, werden Commander Cody. Und befehlen mal die Truppen. Halte H gedrückt, um zu zielen. Visiere ein Objekt an und lass los, um die Truppen den Angriffsbefehl zu geben. So, dann schießt man da drauf. Ihr braucht gar nicht zurückzurennen. Ich brauche euch gleich wieder. Oh. Der Trupp wieder sich versteckt hat. Komm her. So, schießt man wieder da drauf. Und die Bomben brauchst du jetzt überhaupt nicht werfen halten. So, jetzt weiß wieder der Wechsel und schließen wir wieder die Steine ab. Wie vielleicht schon erwähnt, ist der Wechsel mein Lieblingsklon. Beziehungsweise ein Raketenklon. Also, mir gefällt doch der Rex. Nee, nicht der Rex. Wie ist der? Der Jack. Der gefällt mir auch. Der hat ja auch eine Rakete. Die Bombe explodiert gleich, explodiert gleich und knapp von oben explodiert. Ist ja auch so klar, Nadine steht drin jetzt. Labyrinth, Labyrinth. Okay, und damit betäuben wir dann die Druiden da. Okay, die explodiert sowieso. So, los, noch eine. So, da. Oben? Und schon nach oben? Ja. Und da betäubt sie auch die Druiden. Und dann... Wir erstmal die Pflanze kaputt. Pflanze kaputt. Und die Pflanze auch nochmal kaputt. So. Die blauen Pflanze auch nochmal kaputt. Alles einsammeln. So. Silber, Gold, Silber. Ja, kaputt. Auch noch kaputt. Okay, das war. Okay, du bist ja gar nicht Kohli. Ist du Kohli? Nee. Da vorne ist Kohli. Kohli. Da fehlen mal die Truppen. Und zwar, ihr sollt da drauf schießen. Hat sogar auch geklappt. Wobei die Kamera wieder nicht mitgekommen ist. Soll ich schießen ja sowieso drauf, also.
einfach jetzt wieder besser werden und nun das Ding hier aufbauen. Und das in voller Geschwindigkeit. Oh, ich blinke rot. Okay, ich blinke rot. Das heißt, ich soll sterben werden. Ich mache ein Herz ab. Dann blinke ich immer rot. Ja, und das Geschütz wird. Und einer kommt. Da kommt er jetzt. Ruidekas. Ruidekas. So, Erdekas. Ich muss mal mit dem Raketengeschütz und Raketen gegangen. So schlecht, oh nein. Rakete, die fehlt noch da hinten rein. Ich bin wieder jetzt gut. So. Blaue Münzen einsammeln. Oder Steine. Wie war ich denn da in München? Steine. Schießen. Die Gegner übrigens wieder ab. Oh, das war ein geiler Move. Aktivieren, indem ihr springt. Dann wird er wieder hier rausgehen und wir schießen nicht. Also, alles einsammeln, weil hier ist eine Menge Steine. Oder kann man sich, wenn die Level ist, nicht beschweren. Auch nicht in dem Level, was wir vorhaben. Da kann man sich wirklich nicht über Steine beschweren. Finde ich das Beste an diesem Raum ist hier, weil die Steine sammeln sich manchmal auch von selber ein. Ja. So, alles kaputt. Die Kiste noch kaputt. 1 von 5 und das Ganze kaputt. Die Tafel hier kaputt. Wir brauchen jetzt 3 Euro Protokoll, wo die nächste Reiter bei den Mieter mit Ruder zu Vulkan, um sie zu aktivieren. Diese Regelpass. Und ich sterbe. So, alles kaputt und oh mein Gott, gibt das viele Steine. Boah. Ja. Wäre jetzt auch geil, wenn es jetzt ganz viele Lila geben würde. Ja, ich mag die Lila. Die Lila bringt so viel. Ich kann euch ja mal den Steinwert erzählen. Die silbernen bringen 10, die goldenen bringen 100 und die blauen bringen 1000 und die Lila bringen 10.000. Aber die Lila gibt es dafür auch so selten. Aber hier gibt es sie öfter als in dem kompletten echten Lego-Stauer, die Hinterlager. So, alle Steine hier sammeln und das Ding kaputt machen. Und das Ding aufbauen. Und zwar in voller Geschwindigkeit. Ich muss mir mal schnell das Bauer nochmal kaufen. Mach später, wenn ich noch Steine habe. 2 Lichtfeuer. Aufbauen und die Schüssel geht eigentlich genau in die verkehrte Richtung und das Ding kann auch nicht zerstört werden, ja, auch nicht wenn du 10.000 mal drauf schießt. Gute scheiß Ding da, und das machen wir noch kaputt und vielleicht manchmal stehen, weil da noch Sachen mehr kaputt machen sind. Und die Dorein Regen. Da ist mir den Ding nicht so sicher. Ja, auch wenn man irgendwie den so abschließt, geht er nicht kaputt. Ja, das habe ich noch nie geschafft, den so kaputt zu machen. Alle Pflanzen kaputt. Und dann können wir eigentlich auch hier durch. Hier können wir durch. Und ausschließen. Benutze Waffen mit hoher Sprengkraft, um große Silberobjekte zu zerstören.
einen Comic darüber stand. Ich hab's nicht ganz gerne gelesen. Hey, nein, ich will nicht Poli sein. Ich will doch meine Raketen sein. Weil ich Poli mehr kenne als Rexer. Putsch und oh, eine pinke Pflanze. Oh, 200 Wut. Ich glaube, ich habe am Anfang alles verpasst. Gehe ich gleich nochmal zurück, wenn ich diese Tiger habe, die so schnell sind. Oh, jetzt habe ich wohl zu viel gesagt. Egal. So, die Dinger brauchen wir später. Da müssen wir nämlich nicht mit dem Walker drauf. Da müssen wir dann nachher mit den Viechern drauf. Die ja gleich uns überraschen werden, also nicht erschrecken. So, da haben wir das Glitzernis. In der kompletten Saga muss ich sagen, dafür immer Thermaldetonator brauchte. Hier geht das ja jedes Jahr auf Raketenwerfer und so. Kaputt, verliert ja gar nicht so. Ein Bossgegner? Nee. Kein Bossgegner. In dem Spiel gibt es ja auch ein paar Bossgegner. Futter auch nochmal kaputt machen, was da drin hängt. Hier ist noch so eine pinke Pflanze. Drei. Weil ich habe vorne einen vergessen, falls ihr jetzt denkt, ich habe die vergessen. Ich habe nicht Hose gleich noch. So, die Kiste kaputt machen und werde ich aber glaube ich nicht alle kriegen, weil einige stehen auf den Häusern drauf und da würde ich das echt auch nicht sehen. Das dauert mir dann auch zu lange. Oh, das ist doch ein Bossgegner. Ein Bossgegner? Ne, wisst ihr auch nicht. Ja, die gehen glaube ich nur kaputt, wenn sie in der Nähe dieser Dinger sind, weil sie nicht hier ziehen müssen. Ja, auf Rydock sind doch immer 36 Grad. Oder heißer. Okay, da hinten sehe ich noch eine Pflanze. So, Stein einsammeln, da war noch eine Pflanze. Ja, da war eine Pflanze. Aber ich weiß nicht. Ich mal die Brunche kaputt gemacht oder nicht. Ich glaube, ich habe die Brunche kaputt gemacht. Ja, schon wieder ein Ding hier. Ich habe die Sonne gelesen. Irgendwo scheiße. So, ist hier noch irgendetwas? Nee. Da oben auf die Dächer werde ich nicht gehen. Das dauert mir auch zu lange. Ich weiß, es geht eigentlich schneller, welche muss ich dafür. Okay, du machst es von selber. Wieso kann sich das Ding überhaupt bewegen, wenn gar keiner drin ist? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das Ding kann sich bewegen, da sitzt keiner drin. Da sitzt noch nicht mal einer drin. Oh, Angst, Angst. Okay, die Viecher, von denen habe ich vorhin geredet. Okay, dann, oh nein, das Vieh ist kaputt. Tschüss. Oh, ist Wexer noch da? Bitte sag, Wexer ist noch da. Ja, Wexer ist noch da. Und den Viechern werde ich nachher jetzt gleich eine Blume noch holen, weil die eigentlich relativ schnell sind. Oh mein Klone. Übrigens, hier drauf kann man nicht sterben. Ich habe immer ein Herzen, dass sie nicht leuchten. Doch gar nicht von anderen Viechern angegriffen werden. Das hoffe ich, dass es so ist. Jedenfalls habe ich keine Herzen. Oh, und hier sind wir ja schon mehr. Aber ich habe vergessen. So. Ja, reißen die Viecher. Oh, das nehme ich jetzt. Da war nämlich die fünfte Pflanze. Ein Minute haben wir sogar. So, die Pflanzen noch alle kaputt machen und dann war dann Sonnenbrüde. Ne, das war nur unser Geschütz. Okay. Reiten wir mal in voller. Oh, die Schüssel sieht aber sehr kaputt aus. Schüssel geht es wirklich nicht so gut. Na, wieso auch immer ich wieder. Oh, die Tür habe ich vergessen.
immer irgendwas drin. Es garantiert ein blauer Abel, den hole ich jetzt nicht. Wenn ich nämlich absteige, verliere ich die Viecher. Dann muss ich so schon lang laufen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Das dauert zwar. Oh, dann sind die Viecher. Aber wir müssen nämlich aufschalten. Und dann noch mehr Viecher betäuben und draufsetzen. Yeah! Noch ein Viech brauche ich. Reiten. Und dann nicht aufstellen. Stirb. Und also der war jetzt aber gerade auf dem Schalter. Wie hat er das überlebt? Der war jetzt aber gerade auf dem Schalter. Der war jetzt auch gerade auf dem Schalter. Das Spiel hat einen komischen Humor. Das Spiel ist jetzt. Der war jetzt gerade auf dem Schalter. Dann springt er erstmal wieder runter, wobei er weg ist, runter ist. Da oben werde ich nicht hingehen, dann ist es zu gefährlich. Da oben, wo gerade das rote Licht blinkt, ist ein Minigit. So. Und die Tür werde ich noch nicht zumachen, weil dann versuche ich nämlich wieder ein Minigit. Okay. Ja, okay, wir werden mal die Klospülung richtig heil machen. So, und da wird ein Minigit durchgespült. So, jetzt machen wir mal ganz schnell die Tür zu. Weil da von welchen Druide, der darf auf gar keinen Fall rauskommen. Man kann die Tür auch noch aufmachen, falls man da noch mal rein will. Wenn man einfach das Schloss kaputt schießt, kann man da auch noch mal rein. Okay, und dieser Schalter da hinten, da weiß ich noch nicht genau, wofür der bringt. Nee, da wackelt einfach mal die Tür und da kommt Schrein raus. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich brauche ehrlich. So, kommen wir da ran? Nee. Das Ding ist aus. Ist auch auf Order. Die habe ich früher auch immer nicht gefunden, als ich das erste Mal gespielt habe. Und ich werde auch kaum Let's Plays bei Blind machen, weil ich möchte mich schon lange an Level hängen und dann nicht wissen, was ich machen will. Also ich brauche nichts. Oh, die Tür hat mir gar nicht aufgemacht. Oh, die sieht nämlich dann der Käfig aus. Das passiert dann und ich ziehe mir jetzt mal die Sachen raus. Und machen wir die Steine kaputt und das Ding wackelt jetzt über. So. Nochmal wackelt es nicht, schade. Oh, ein Lady, da. Die geht der kann nämlich einen aufschneiden. So, und dann können wir eigentlich auch die Kiste rausziehen. Rausziehen. Mit. Nicht vergessen. Ganz wichtig. Das kann man nämlich schnell mal übersehen. Ja, das kann man schnell mal übersehen. So, weil ich hab's ja schon mal überlebt, dass ich das einmal jemand vergessen hat. Tut mir leid für dich, wer auch immer das war. Ich hab's vergessen. Ja, und die Geschütze machen wir kaputt. Okay, wir müssen irgendwie warnen. Und ich will irgendwie warnen, ja. Damit der Kinder nämlich den Sicherpunkt nehmen und den dann dazu bringen, dann auf das Ding zu wischen. Das Ding zu schmieden. So, komm her. Komm her. Und um die Wachenbrüche. Ja, nein. Also jetzt wieder eine Mitte raus. Nein, egal. Ich krieg den wohl nicht mehr dahin. So, jetzt einfach mal, kommst du raus? Nö, natürlich nicht. Ich glaube, ich hab meine Mitte verbaut. Kann ich das von hier abschließen? Nee, das ist das Ding rein. Oder das ist geschützt. Ja, nee, geht doch nicht. Ja, das ist geschützt. Und Scherben.
Da ist nämlich ein schönes Mini-Feld, was wir nur mit dunkler Wacht holen können. Und ich spreche auch wieder viel zu leise. Bam. Da sehe ich auch die rote Macht. Wird das hier noch nehmen? Nee. Hat der jetzt nicht geklappt? Oh doch, okay, hat das geklappt. Ach, ich bin auch doof. Ich bin voll doof. Okay, mit dir klappt es auf jeden Fall nicht, oder nicht gut. Egal. Ich kann nur einen jetzt. Oder nee, zwei. Eine Deckung werden. Kann ich geklont sein? Wird das Klo werden? Früher habe ich hier immer nicht gewusst, was ich machen soll. Und das ist auch so ein Grund, wieso ich kein Blind-Display mache. Einfach aus dem Grund, da ich sonst nicht weiß, was ich tun soll und dann stundenlang in dem Level hin. Auch mir keinen Spaß und das macht euch wirklich auch keinen Spaß. Stundenlang an einem Level zu hängen und ich weiß nicht, was man machen soll, ist auch doof. Schilde lassen Charaktere durch feindliche Fahrzeuge erledigen, allerdings nicht. Du kannst feindliche Schilde ausschalten, indem du die Schalter an ihren Generatoren betätigst. Man kann es auch wieder einschalten, es bringt aber voll gar nichts. Ich kann das jetzt auch noch kaputt machen, das dauert mir aber zu lange. So. Machen wir hier rein hier. Und volle Kanone auf dieses Geschütz. Erstmal hier drüben. So, ihn schießen wir jetzt ab. Vielleicht noch gleich in den Geschütz schießt, das Ding schießt mich ab. Okay. Okay, das Ding war nur mit Silber eingeölt oder so eingeschildert. Hier brauchen wir doch zum Leben. Das Feld müssen wir immer mit einem Jedi-Charakter benutzen. Nee, Oktober haben wir oder nicht. Geh ich mal gleich hier. Was soll das jetzt? Oh, gefährliches. Hier an der Seite vorbei. Außenrum. Oh, jetzt müsste ja das Ding endlich aus sein. Oh, das war knapp. Ah, sind ja alle gefreut. Nein. Wir müssen noch die Geschütze abknallen. Level abgeschlossen und wir haben das Freispiel wieder freigeschaltet. Wir bekommen den Wexer und den anderen Klon hier. Ich weiß nicht, wie der heißt. Varieri haben wir nicht geschafft. Steine haben wir 5.510. Minikits haben wir sogar. Drei Stück? Oh, drei sogar. Brauche ich denn das dritte? Achso, eins, zwei, ist ja nur zwei, aber egal. Ich weiß nicht mehr, wo ich das eine her habe. Guck, ich kann mir ja den Part nachher nochmal anschauen, dann weiß ich es ja auch. So, dann werde ich jetzt diese Aufnahme wieder beenden. Und ich sage dann, möge die Macht mit euch sein. Servus.